So, hallo, meine Lieben, willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Ja. Ich wollte noch nachgucken, Seite 35 oder so, glaube ich. Nee, noch weiter vor, Seite 40. Alter, noch weiter zurück, wollte mich verarschen. Wie viele Seiten habe ich bitte im Folgen Jahr hochgeladen? Okay, das ist schon etwas zu weit. 10.01. dort. Und in 5 Tagen. In 5 Tagen bin ich ein Jahr auf Twitch. Der GZ. Ich weiß nicht, soll ich einen Special-Stream machen? Das wäre ja ein Sonntag, wäre das ja. Ja. 83 What? Sekunden. 83 Sekunden. Wie bitte? Ernsthaft, also? Okay. Krass, oder? Oh! Hasse dich. Weltmisch. Der war Klar. gut, Chesra. Der war gut. Gut so. Sehr gut so, Azo. Froh, dass ich hier keinen Death Counter habe. Ja, sehr froh. Hätten wir Mods alle Hände voll zu tun, den hochzusetzen. Konzentriere mich auch gerade überhaupt gar nicht mehr irgendwie. Dann wird es mal wieder Zeit, dass du dich konzentrierst. Dann sagst du ja nämlich noch Evi an der Burg. Ja, ich glaube, ich mache nur eine Folge und dann reicht's erstmal wieder. Das macht meine Nerven nicht mit. Aber vielleicht muss er wieder aufgemacht alles ohne Devs. Das glaube ich nicht. Ich glaub's auch nicht, Nervan. Ich glaub's auch nicht. Dazu Doc Klein zu wenig Jump'n'Runs, um das hinzukriegen. Um sowas zu machen. Bin ich Also ja zumindest zu wenig 2D-Jump'n'Runs. da bin ich in Dingens ja weniger gestorben in Dark Souls eben, Parodius. ja. Stimmt, in Parodius bist du noch. In Parodius bist du bisher auch wenig gestorben. Aber das kommt durch die Übung in Undertale. Undertale kannst du nicht mit Parodius vergleichen, weil Parodius ist ein Vertical Shooter. Undertale ist ein Ausweich. erstens ein RPG, zweitens ein Stacheln-Kacke! Ausweichen musst du trotzdem, Clan. Und ob du jetzt bei Undertale den Attacken ausweichst oder in Parodius den Bullets, ist scheißegal. Übst so oder so. Das Jetzt kriege meine ich ich wieder Lust damit. auf Undertale, verdammt. Das kann ich bloß gerade weiterspielen. Ansonsten müsste sich Nirvana, ja, Nirvana sag ich schon, Atze aus dem Stream verpissen. Und das will ich nicht. Nimm's doch wieder mal, nimm's doch wieder ein, nimm's doch einfach weiter auf. Also Muss jetzt ich nicht aber im eigentlich Stream, noch also nicht. jetzt nicht im Stream, sondern halt morgen unter Tag. Nee, morgen muss ich ja nicht. Kannst es aber trotzdem aufnehmen. Ne. Wenn du gerade Lust drauf hast. Mache ich erst, wenn ich wirklich muss. Jetzt renn einfach. Wenn du von Anfang bis Ende durchrennst, nimmst du keinen Schaden bei den Swarms. Nur als Tipp. Ja, also er spielt's ja nicht.
Oh, jetzt brauchen wir noch zwei von dem. Jetzt kannst super. Ach, da noch durch die Tür und du hast es. Dein ist nichts mehr. Okay. Nur noch durch die Tür. Und du bist für Bumm. Ah. Viel Spaß. Ja. Wenn du jetzt bei dem fällst, lach ich dich aus. Kaum gesagt. Ja, wow. Ja, okay, nimm auf, damit ich Undertale weiter zocken kann, den Stream, ansonsten zocke ich es offscreen weiter. Jetzt nenne mich. Ich glaube nicht, dass du die spoilerst. Achso, nee, stopp. Ja, doch, war richtig, ja. Ich glaube, scheiße. Nimm's halt morgen auf Screen auf und dann bist du fertig. Was soll das? Nein. Wenn du es unbedingt spielen willst. Ach, wie ich jetzt gesehen habe im Let's Play. Da hat den Pacific Run bis zum Ende durch. Hat aber trotzdem den Neutral Ending Boss besiegen müssen am Ende. Ja, das ist normal. Weil du kannst der erst bestimmten Charakter erstaten, nachdem du Flowey besiegt hast. Weiß ich. Das wird ja auch im Ending, by the way, von Flowey gesagt. Ja. Nach dem Kampf, wenn du ihn eigentlich hätte ich ja schon echt Bock auf Undertale. Dann muss halt Azu irgendwie, keine Ahnung, muss den Stream so pausieren und im Chat irgendwie gucken oder so. Weiß nicht. Aber ich hätte echt Bock drauf, jetzt Undertale weiter aufzunehmen. Echt. Jetzt wollen wir schon die ganze Zeit davon reden. Hey, du hast damit angefangen. Ja. Yeah. Ja, komm, deine Mutter, du Scheißgeist. Deine Mutter hatte dich nicht lieb, deswegen bist du so scheu. Mach ein Safe-State, damit du hier, damit du wenigstens bei Bumbo wieder anfangen kannst. Das ist aber eigentlich auch egal. Na komm, oh, Alter. Da geht doch. Geht ja hier voll ab, ey. Alter. Was dann verpisst sich mein Mann halt, spricht doch nichts dagegen. Mach mal gerade ein Safe State. Hab ich. Nur für den Fall, dass du Game Over gehst und die Tür nicht aufbleibt. Mehr halt die Fresse. Meine Mu, deine Mutter ist ne Kuh. So ist das benutzen, so, danke. Alles mal wieder über den Quoten. Das fand ich eben gerade geil, den Spruch. So, Pilz, danke. Was ist das eigentlich? Hä? Ach so! Ah. Okay. Ja, das ist ein Warp-Run. Deine Mutter ist eine Kuh. Wie die Arzt abgeht. Und tschüss. Musikbox. Yep. Mit der kann man, glaube ich, die Viecher einschläfern, oder? Yep, dann kannst du die Hammerbrüder einschläfern. Das ist ja der Hammer. Nicht wirklich. Deine Mutter. Super. Ja, dafür hättest du groß sein müssen. Pilz bekommen und verschwendet. Ja. Vorgewarnt. Also, wann machst du denn F3 Speedrun? Überhaupt gar nicht. Also ich glaube, das ist wahrscheinlicher, dass ich irgendwann einen Speedrun von irgendeinem Spiel mache. Ich hasse Speedruns. Die zerstören das Spiel.
Kommt halt drauf an, wenn du bedenkst, dass du das klassische Zelda für ein Super Nintendo, A Link to the Past, in unter 3 Minuten durchzocken kannst. Mich doch verarschen, ey. Ich mach hier mal ein Save State. So. Aber halt nicht, nicht mit Schluss. Machen wir es einfach so, Leute. Wenn ich halt Game Over. Dass ich das Game Over einfach umgehe, weil ich habe keinen Bock mehr darauf. Mach ich halt selbst jetzt bei 3 Leben oder 4 Leben oder so. Ich habe bloß einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist ein scheiß Game Over. Das weil ist es gibt bei. Ist ja Dark Souls Fera. Es gibt bei. Im klassischen Link to the Past gibt es einen Trick. Und zwar, wenn du im Schloss. Eine. Durch eine bestimmte Tür rückwärts durchgehst. Landest du in einer Art Glitchraum, dann musst du dich dann nur durchnavigieren, bis beim Triforce Spiel gewonnen. Das Ganze geht in unter 3 Minuten. Das ist wie der Doka Glitch, wie der heißt, in Pokémon Grün, glaube ich, oder? Da gibt es einen Glitch, wenn du da auch bestimmte Teleports falsch ausnutzt, die falsch gesetzt sind oder so. Dann kannst du so machen, dass du da auch irgendwie in die Top 4 Halle dich cheaten kannst. Glitchen kannst. Und Atzus raus, by the way. Was? Steht nicht mehr in der Viewerlist drin. Der gute Atzo. Ich hab meine. Oder er ist. Hat neu geladen. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Er hat mir aber nichts geschrieben in Facebook oder so. Wie gesagt, da steht nicht in der Viewerlist dran. Kann sein, dass irgendwas mit seinem Bruder ist oder sowas, keine Ahnung. Kann das sein, dass Brüder wichtiger sind als mein Stream, Alter? Das geht doch gar nicht. Ja. Blut ist dicker als Wasser, Clayne. Was? Blut ist dicker als Wasser. Stell dich oben drauf auf und wart, bis der den Weg frei gemacht hat. Oder das kann auch sein, er ist ja aktuell nicht an seinem Haupt-PC. Einfach durch die Röhre dadurch. Ich will wissen, was da unten ist. Da wären Münzen drin gewesen, Clayne. Achso, okay. Dann scheiße ich mal auf die Münzen. Wir wissen, was da unten ist, tot. Oh Mann. Denk nachher nur dran, die Highlights noch zu setzen, ne? Hab ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Du hast doch aufgenommen, dann guckst du halt eine Aufnahme. Also ich habe mich ständig durchzwitschen, das ist doof. Da werden mir halt keine Highlights gemacht, ist egal. Ich hab von Folgen schon Highlights. Ich mag eh kaum Highlights, Leute. Weil mir das so aufwendig ist auch. Ich mag den Twitch-Player nicht, weil der lädt ständig nach, weil der kann dich nicht buffern. Der ist zu dumm irgendwie zum Buffern. Du sollst das scheiß Ding nehmen, so. Nein! So. Ich sehe schon, wir sitzen hier noch in 5 Jahren an dem Spiel. Das glaube ich nicht. Solches. WB, also, WB. WB. Haben uns schon gewundert, du warst auf einmal weg. Aber hasse, Leute, wie ich das hasse, dass der Stream nur im Vollbildmodus startet. Habt ihr das What? Auch? Ist normal? Nö, ich hab das nicht. Das ist nicht normal. Bei mir startet der ganz normal, der Player. Und ja, das war's. Nutze aber auch Better Twitch. Aber selbst, selbst beim normalen Twitch ist das nicht der Fall. Ja. Dass es im Vollbildmodus startet. Na, verdammt. Da hast du irgendwas falsch eingestellt bei dir. Miss! Ja. Aha. Also ohne Better Twitch kannst du Twitch auch vergessen, weil ich hasse dieses grell-weiße Design, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen, da mag ich das, das dunkle Design von Better Twitch, habe ich da lieber.
Bei der Fisch nämlich auch. Bei mir bleibt da nur das Gleiszeichen und es tut sich nichts. Ist bloß nicht irgendwo an einem Vieh sterben. So, geht doch. Kannst du nicht einfach auf das Playzeichen draufgehen, Atzo? Einfach draufklicken? Feuer 3 Speedrun? Jetzt gleich mein zweiter Grundkörper. Na, Mann. Da bist du hergekommen, das war die Belohnung. Was ist das denn? Oh, mach ein Safe-Stat. Der Level ist eklig. Nee, nicht das! Nicht die Sonne! Oh, nee. Angry Sun. Viel Spaß. Ich hasse sie. Was? Kleiner Tipp, Anlauf nehmen und springen, dann tun die Wirbel nix. Aber du musst schon Anlauf nehmen, sonst lassen die dich nicht durch. Sonst wirst du von denen jedes Mal wieder zurückgewirbelt. Genau. Oh, Hilfe! Speichern. Mach einfach noch. Oh nee, jetzt kommt die auch noch, die Fotze. Jetzt kommt die Fotze, sorry. Das ist Reflex. Und du kriegst die Sonne dabei auch nicht kaputt. Ich weiß. Das ist wie das eine Vieh bei Tom und Jerry, dem Spiel da. Da gab es ein Vieh, das hatte ich auch ständig verfolgt. Das war auch nervig. Ach, weiß ich gerade nicht. Tom und Jerry, dass ich das am GBA, dass ich das im Gameboy gespielt habe, ist eine Weile her. Du hast das auch gespielt. Das ging irgendwie so einen komischen magischen Ring oder was das war. Ich habe eins gespielt, wo du halt ums Haus, wo du halt im Haus bist und ums Haus da musst und so weiter, keine Ahnung mehr, wie es hieß. Uraltes Gameboy-Spiel. Gameboy Advance war das. Das habe ich sogar noch rumliegen, original. Das war ein Gameboy-Spiel, was ich da getackt habe. Moment. Wenn die Sonne nämlich eine Ruhe lässt, Pause. Ich muss mal kurz das Mikro mitnehmen. Aber so, wenn du nicht voll mit hast, kannst du da mal gucken, ne? Atzo. Also, ich habe hier noch Game Boy Advance Spiele rumliegen. Einmal Donald Duck Advance und Tom and Jerry The Magic Ring. Nee, The Magic Ring habe ich nicht gezockt. Ist auch total scheiße, das Spiel. Smarten Trash. Können ja nicht alles gute Spiele sein, ne? Nee, tust du nichts, wenn ich aufs Play klicke. Oh, mein Vollbild. Das ist seltsam. Na, Hauptsache, es geht überhaupt, oder? Ja gut, wenn so. Vollbild weg ist, müsste ja normalerweise gehen. Dann müsste ganz normal gehen. Ich glaube, bis um 11 werde ich noch aufnehmen und dann wechsle ich das Spiel wieder. Der wäre sich so ein Scheiß einfallen. Wir müssen doch auf Droge gewesen sein, die Entwickler. Nicht wirklich. Na doch. Ernsthaft, wer lässt sich bitte eine Sonne einfallen, die vom Himmel runtergeht und Mario töten will? Frag mich nur, wann sie die Angry Sun in den Mario Maker mit einbauen. Ja, überhaupt komm ich gar nicht. Das wird garantiert irgendwann noch kommen, dass sie das machen. Wenn ich jetzt schon bedenke, dass du Bowser mit Flügeln ausstatten kannst und so weiter, wird die Angry Sun bald auch noch kommen. Oh ja, super. Da noch drüber und ja! Das war so knapp, by the way. Alter, das ist knapp. Alter. Ah ja, meine neue, meine Afro-Bauer hat geholfen, dadurch ist also wieder zurückgekehrt. Mhm. Ich mache erstmal Cut. Und bis dann, Leute. Ja, und dann wechseln wir das Spiel wieder. Ciao. Also, bis dann.